Hallöchen. Ihr da draußen. Ja, nachdem wir die letzten paar Videos einiges an Soundproblemen hatten, wegen diesem tollen Mikrofon, das ich im Moment benutze, das ist wirklich furchtbar, dieser Bommel irritiert mich sehr. Naja, zurück zum Thema. Habe ich jetzt mich dazu entschieden, endlich, statt mit Fraps gleichzeitig das Spiel und meine Stimme aufzunehmen, für meine Stimme ein separates Programm zu benutzen. Und, allem Anschein nach wird das sogar funktionieren. Es wird nur ein bisschen Fummelei dann, das zusammenzusetzen. Darum wird das auch heute ein etwas kürzerer... etwas kürzere Session. Damit ich einfach sehen kann, ob das so wirklich funktioniert. So, aber weiter im Text. Wir sind in einem Theater unter Wasser mit Fischen, die Anzüge tragen. Hier ist es saudunkel und ich glaube nicht, dass ich hier hin soll. Nein, soll ich nicht. Ich glaube, ich soll da rein. Zu dem Walross mit... ja. Cutscene. Das ist auch immer schön. Sieht auf jeden Fall schick aus hier. Ah, Alice! Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich... mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn dich das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logistischen Vergeigung fehlen noch einige Showrequisiten. Was zur Hölle? Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden gedacht. Dann musst du die melogetöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eul nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Ja. Tolle Hilfe. Bist du Typ? Sieht total seltsam aus. Na gut, nennt mir eine Person, die hier nicht seltsam aussieht. Okay, sagen wir eher zwei. Ach ja, oh, Fläschchen. Okay, aber bevor ich hier jetzt weitermache, werde ich erstmal erstmal gucken, ob das so funktioniert. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Und, ja, ich könnte jetzt wahllos darüber erzählen, was einem wunderbar das Wochenende vermiesen kann, was unter anderem sehr viel Schaum beinhaltet. Aber das wäre wohl zu viel Abschweifung. Darum gehen wir jetzt mal den Kram suchen, den wir besorgen sollen für diese komische Vorführung. Ja. Ah, da sind ein Schlüsselloch und eine Erinnerung. Da wollen wir doch natürlich hin. Ja, da ist das Schlüsselloch. Aber zuerst mal ist das hier noch ein bisschen interessanter. Oh. Hallo. Tschüss. Ich habe das Ding nicht mal bemerkt. Wahnsinn. Na, bleib nicht hängen. Ach ja, Secret. Secret. Erinnerung. Und das war's. Bing. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Vielleicht aber auch beide.
Ja, das war mal wieder eine Erinnerung, die mir noch nichts sagt. Aber irgendwann fügt sich das schon alles zusammen. Nun ja. Sieht so aus, als sollten wir da lang gehen. Kätzchen. Aber. Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den Allerwertesten zu treten. Ach was. Das war mir gar nicht klar. Einen Moment kurz, mein Hals ist total trocken. Ach. Ja, ich hab's gerade nicht eingesehen, dafür extra. beide Aufnahmeprogramme zu stoppen. Und dann machen wir uns einfach den Rückweg zu. Warum nicht? Sieht nach Klettern hier aus. Und nach Gegnern. Was haben wir denn hier? Oh, hallo du. Okay. Okay, irgendwie bringt das Schießen schon mal nichts. Kann ich das zurückwerfen? Ja, kann ich tatsächlich. Super. Aha. So läuft das also. Gut, verstanden. Na komm her. Ha. Und Pferdchen ins Gesicht. Und von hinten. So am besten klappt. Bam. Och, Arm ab, schade. Nein. Geh doch einfach weg. Ach, ich liebe diese Waffe. Autsch. Nimm das. Die sind ja wohl kein Problem für das schöne Steckenpferdchen. So, nochmal drauf und fertig. Wunderschön. Ein Pilz, ein Schalter, noch ein Schalter. Oh, ist doch wieder auf einmal. Weiß man auch gar nicht, wo man zuerst hin soll. Na gut, eigentlich schon, aber... Oh, das hat so gerade gereicht, weil ich die Hälfte der Zeit daneben geschossen habe. Super. Das sind... Kopfsteine. Ja, das ist wohl eine gute Benennung für die Dinger. Hm? Moment, da stand irgendwas. Oben. Oh, nebenbei ist hier irgendwas? Nö, natürlich nicht. Warum sollte da auch irgendwas sein? Ist ja nicht so, als ob es hier Secrets geben würde. Wo waren... Achso, da sind die Steine. Dann mal nach oben. Bläschen. Schön. Schön, aber uninteressant. Wo muss ich jetzt hin? Oh. Okay. War eine rhetorische Frage, ganz offensichtlich. Noch mehr Kopfsteine. Und die wohl unfreundlichste Tür aller Zeiten. Ich gehe erstmal hier lang. Dahin schätze ich mal. Yep, das sieht gut aus. Was bringt mir das, hier lang zu gehen? Das weiß ich noch nicht. Nase. Ich höre eine Nase. Aber ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Nase? Bild ich mir hier Sachen ein? Ja, nee, ist klar.
Okay, das ist nur Textur. Wo ist die Sau? Hab's doch gehört. Hab ich mir das echt eingebildet? Moment, jetzt muss ich nochmal sicher gehen. Ein Moment, dafür stelle ich mir auch extra mal eben kurz die Soundeffekte noch ein bisschen höher. Weil nachher merk ich nicht, dass da wirklich nichts ist. Steam nervt. Nö, da scheint nichts zu sein. Hä, aber die müssen doch einen Sinn haben, oder? Diese Quallen, die müssen doch einen Sinn haben. Hier kann doch nicht einfach was sein, nur für 2-3 Zähne. Dieses unsichtbare Wand. Ich sehe auch hier nirgendwo was sich bewegen oder so. Ich zieh mal die Jalousien vor, weil es blendet doch etwas. Uff, also. Nee. Ich sehe keine Nase. Also bin ich entweder total blind? Oder das hatte echt keinen Nutzen. Na gut. Halt mal. Stimmt, ich hätte mich so ein bisschen weiter umgucken können. Oh, nee, hab ich ja. Ach komm, gehen wir einfach weiter. Ich verschwende hier nur unserer aller Zeit. Wie, coole Türen. Hier riecht's wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des verkannten Genies. Also, verpiss dich. Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal. Der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt will ich meine Dosis... Versteckspiel! Finde mich dreimal, Holdemalt! Beeil dich und wir können reden! Was ist das überhaupt für eine Argumentation? Was zur Hölle? Katze? Das Schreiben passt perfekt zum Oktopus. Ihm geht niemals die Tinte aus. Wo Tinte fließt, da der Oktopus isst. Folge der Tinte. Okay, aber erstmal folge ich den Zähnen, weil wo Zähne sind, da sind Zähne. Und so, ne? Was schon hier, Zwinker, Zwinker. Ich weiß selber nicht, was ich sage. Aha. So war jetzt dieser Steg gut. Schon wieder für gar nichts. Was ist denn los heute? Bin ich zu blind für das Spiel oder ist da wirklich nirgendwo was?
Also, da komme ich hoch, okay. Da gibt's Szene, da möchte ich als erstes hin. Hi. Ich hatte erwartet, hier gäbe es noch was. Long. Kann ich den Dingern irgendwie schaden? Nö. Natürlich nicht. Wozu auch? Dann will ich jetzt auf die andere Seite. Weil da gibt's auch Zähne und eine Nase anscheinend. Okay, die ist echt schwer zu übersehen, gebe ich zu. Aber dafür gibt's ja auch nur einen Korb dann. Und nichts Besonderes. Das glänzt. Kann ich das kaputt hauen? Ups. Tatsache. Und da ist Wein drin gewesen, also bin ich hier anscheinend falsch, wenn ich das richtig interpretiere. Gib mir deinen Inhalt, danke. Da? Auch nur Wein. Aha. Aha. Immer noch sinnfrei? Ja, das ist, Hier ist der Rückweg, okay. Dann wollen wir da lang. Und hier gibt es was, ganz offensichtlich. Sonst wäre nicht so ein Ding hier. Nur eine Vorstellung. Totentanz mit den berühmten Austernschwestern. Ich finde immer noch, das klingt nicht gut. Vielleicht liegt das aber auch an mir. Oktopus hier. Da! Nein! Vielleicht hier! Nee. Natürlich nicht. Was gibt's da? Da gibt's auch Oktopus. Hier sind so viele von diesen Pflanzen, da bin ich lieber mal vorsichtig und lasse noch ein paar da. Auch nix. Hier. Nein. Du vielleicht? Nein. Du aber. Sag mal. Ich kann gar nichts sehen. In dem ganzen Wein, der hier rumschwirrt. Nun ja. Ach, ich schätze mal dort. Ah, das ist zu leicht. Ah ja. Wie hat der in die Flasche gepasst? Man weiß es nicht. Aber ich weiß, dass hier Zähne sind. Und das gefällt mir sehr. Ja, lass mich los. Was gibt es denn hier Schönes? Eine Badewanne. Klar, warum nicht? Naja, sehen wir uns mal weiter um, hier in diesem Flaschenland. Die Größe voller Stier. Oh, okay, ich sagte. Nein! Okay, ich stehe drauf so gerade. Ich mache das viel komplizierter, als es sein muss. Oder? Ach, wieder das Spielchen, ich sehe schon. Okay. So, rüber. Und Feuer frei. Go, 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 go! Los! Yes! Und das Häschen ist ausgerechnet jetzt explodiert. Naja. Passt schon. So. Dann wollen wir als nächstes durch.
hier lang. Da wurde noch sonst. Und die Flasche hätte ich gerne. Danke! Gut. Noch irgendwas hier oben? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber das ist okay. Octopus dort. Okay. Dann schweben wir mal rüber. Ach, diese Seesterne sehen eklig aus. Hier gibt's ein Schlüsselloch und den Octopus. Ich dachte gerade erst, das wäre ein Auge. Okay, wo ist das Schlüsselloch? Das will ich jetzt als erstes. Hier gibt's eine Flasche. Nicht nur eine. Ach Gottchen, die bewegen sich auch noch. Oh, und sie sind klein. So, das hat geklappt. Rein ins Schlüsselloch, weil da hat sich ja auch noch irgendwas Schönes. Vielleicht mal wieder eine Erinnerung, davon hatten wir eine ganze Weile keine. Sieht leider mal wieder nicht danach aus, was ich doof finde. Hase dort drüben. Entschuldigung, aber... Oh, jetzt hast du mich, aber nochmal schaffst du es nicht. Nein. Schnurrbartsterne. Was zum Henker? Das ist doch wohl... Okay, ich hab mich wieder. Sehr schön. Mal sehen, was haben wir hier noch so? Wahrscheinlich nichts als Zähne. Apropos Zähne, können wir wieder was machen? Nein, können wir nicht. Na gut, dann halt nicht. So, hier noch was kaputt machen. Und da. Ach komm, lass ich jetzt stehen, weil bringt eh nichts. Wieder hier durch und weiter geht's. Als wenn ich rausfinde, wie... Ach so, da ist jetzt eine Qualle. Okay, ich hab nichts gesagt. Ja, könntest du bitte nach oben? Dankeschön. Leute! Nicht ihr! Die Weißen, nicht ihr! Meine Güte. Okay. So. Ach, das kommt mir ja gar nicht bekannt vor. Ich wundere mich, was ich hier tun soll. Ja, genau. Die Kamera war da gerade nebenbei unglaublich ungünstig. Na komm. Triff, triff, triff. Geht doch. Bumm. Und mysteriöse Plattformen, die aus dem Nichts erscheinen. So läuft es hier halt nun mal. Ich mag das nicht, auf Boden zu laufen, den ich nicht sehen kann, fällt mir dabei auf.